Beim Zusammenstoß dieser Autos in der Ortsdurchfahrt von Sachsenhausen ist am Dienstagnachmittag ein 43-Jähriger aus einem Waldecker Stadtteil schwer verletzt worden. Feuerwehrleute befreiten den eingeklemmten Fahrer aus seinem Alfa Romeo, indem sie die Türen und einen Holm auf der Fahrerseite mit hydraulischem Gerät entfernten. Noch während sich die Rettungskräfte um den Schwerverletzten kümmerten, landete bereits der angeforderte Rettungshubschrauber Christoph 7 auf einer Wiese unweit der Unfallstelle. Nach gemeinsamer Versorgung des Verletzten flogen die Luftretter den 43-Jährigen schließlich mit dem Helikopter in eine Kasseler Klinik. Der Fahrer des anderen Wagens, ein 39-Jähriger ebenfalls aus einem Waldecker Stadtteil, hatte den Unfall unverletzt überstanden. Der Peugeot-Fahrer hatte den Zusammenstoß ausgelöst, als er beim Abbiegen die Kollision mit einem entgegenkommenden Auto verhindern wollte. Dies gelang zwar, dadurch kam es aber zum Unfall zwischen Peugeot und Alfa Romeo. Der Fahrer des dritten Wagens machte sich nach dem schweren Unfall einfach aus dem Staub. Die Ortsdurchfahrt blieb nach dem Verkehrsunfall etwa eine Stunde voll gesperrt.